Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen machen Sie das gleiche Thema zur Priorität. Irgendwie gehen Ihnen offensichtlich die Themen aus und Ihre Gemeinsamkeiten holen Sie mittlerweile aus der Krabbelkiste Marginales. Ich hätte ja auf Ihren Antrag Islamwissenschaft als Priorität gewettet, den die CDU auf ihrer Webseite so hochpreist und den Sie hier heute ohne Beratung durchziehen. Aber für diese Peinlichkeit waren Ihnen die Schmerzensgeldforderungen der SPD dann wohl doch zu hoch. Reden wir also noch einmal über die Sportprofilquote. Ich will ja nicht erneut auf all die grundsätzlichen Bedenken hinweisen, zu welcher Art von Vorabquoten das ist schon zur Genüge geschehen, sondern ich will noch mal auf jeden ersten Teil der Frage eingehen, die Kollege Baum in der Plenardebatte am 16. Mai, wie ich finde, zu Recht aufgeworfen hat, ob hier nämlich eine ungeeignete Maßnahme ergriffen wird, um ein nicht vorhandenes Problem zu lösen. Das Gesetz heißt Gesetz zur Einführung einer Sportprofilquote bei der Studienplatzvergabe. Aber Ihr Herr Buchner hat die Inkonsequenz ja schon in der ersten Debatte deutlich gemacht. Zitat, da nennen wir Sportlerinnen und Sportler als Beispiel. Aber es heißt im Text, es geht um junge Menschen, bei denen das im öffentlichen Interesse förderungswürdig ist. Zitat Ende. Na was denn nun? Sportler als Beispiel oder als Subjekt gezielter Förderung? Wenn man was nicht will, Herr Schadach, dann muss man das so machen, wie Sie es hier gemacht haben. Frau Gutheil, die Kanzlerin der TU, hat im Wissenschaftsausschuss am 22.05. ebenfalls auf diesen Widerspruch hingewiesen. Zitat, im Folgenden möchte ich auf die Tauglichkeit des Artikelgesetzes für die Hochschulen eingehen und dabei besonders die 2 zentralen Unterschiede zur spezifischen Profilquote skizzieren. Erstens, im Unterschied zur spezifischen Profilquote sind die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im vorliegenden Vorschlag Teil eines öffentlichen Interesses, eines besonders förderungswürdigen Personenkreises. Damit wird innerhalb dieser Anspruchsgruppe eine potenzielle Konkurrenz mit anderen geschaffen. Und dann fährt sie fort. Die explizite Nennung der Sportlerinnen und Sportler macht dieses jedoch zur Norm, zumal der Grund für dieses Artikelgesetz ja die Einführung einer Profilquote für eben diese Gruppe ist. Die Einbeziehung anderer Personen bedürfte deshalb aus unserer Sicht einer besonderen Begründung. Die Abwägung liegt nun in der Entscheidungskompetenz der Hochschulen selber. Und da ist genau das Problem, das Frau Schilanek vorhin deutlich gemacht hat. Und Frau Groß von der Beuth-Hochschule haut in die gleiche Kerbe. Des Weiteren sehen wir, auch wenn wir erkennen, dass das wahrscheinlich und so weiter, dennoch die Formulierung im öffentlichen Interesse förderungswürdiger Personenkreis als für die Hochschulen gegebenenfalls problematisch an, weil es den Kreis der Anspruchsberechtigten unspezifisch erweitert. Und selbst der Vertreter des Olympiastützpunkts, Herr Bär, sah diese Formulierung diplomatischer kritisch. Im Detail haben wir dann die Formulierung gefunden im öffentlichen Interesse. Dies ist sicherlich eine unscharfe Formulierung, die wir jetzt nicht juristisch bewerten wollen. Eine spezifische Profilquote für Leistungssportler, und mit diesem Anspruch gehen Sie ja hier hausieren, sieht anders aus. Die setzen Sie mit Ihrem Gesetz eben nicht um. Wir haben Ihnen alternative Formulierungen vorgeschlagen, die den schwarzen Peter nicht auf die Hochschulen abgewälzt hätten. Nun zu definieren, wer denn nun im öffentlichen Interesse alles besonders förderungswürdig wäre, und mit wem der Leistungssportler dann um den einen Studienplatz von 100 zu konkurrieren hat. In Schleswig-Holstein hat man es konsequenter geregelt. In deren Hochschulzulassungsgesetz wird im § 5 Absatz 7 der entsprechende Personenkreis, der unter die Vorabquoten fällt, klar benannt. Bewerberinnen und Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten A, B, C oder DC Kader eines Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes angehören. Die werden als solche Personen definiert und so würde es auch Sinn machen. Ihre Regelung dagegen fokussiert eben nicht auf Leistungssportler, sondern benennt unpräzise einen nicht genauer definierten, im öffentlichen Interesse förderungswürdigen Personenkreis, zu dem neben vielen anderen gegebenenfalls auch Leistungssportler gehören können. Dieses Gesetz wird damit dem eigenen Anspruch nicht gerecht. Wir werden ihm deshalb auch nicht zustimmen. Vielen Dank.